Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm, und heute spiele ich wieder LS15 auf Ackendorf. Ja, da bin ich wieder. So, ich habe jetzt von diesen drei Feldern hier 46, 45 und 44 alles abgeerntet und möchte jetzt Bohnen, Spinat und Erbsen pflanzen. Und jetzt möchte ich hier das ganze Feld düngen. Gülle und so habe ich ja noch nicht. Also machen wir das mit sonstigen Zeugs hier. Kalk. Hier kann man es ja noch als Dünger nehmen. Hat ja dieselbe Wirkung. Ich hatte mir jetzt extra für Frontlader geholt, damit ich im Kaltlager kaltladen kann. Aber das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oh, das ist gut, das lasse ich so. Jo. Das lassen wir so. Oh, was ist das denn für ein Scheiß? Moment mal, warte mal. Das ist ja scheiße. Automatisch Ampel, das ist doch nie. So. Oha. Warte mal. So, dass uns das Fenster nicht dauernd wieder aufgeht. Das ist ja jetzt total blöd gelaufen hier. So. Ja, so sieht schon besser aus. Ich kalk ja überall hin, aber nicht da, wo ich hinkalken soll. Kalken, das ist auch ein Begriff. So. Das ist schon besser, wa? So. Ja, dann kriege ich nämlich mein Dings hier jetzt mal, meinen Spinatverkauf und meine Erbsenproduktion auch zugange. Oder ich habe zumindest schon mal was auf Lager, sagen wir so. Ich muss da, glaube ich, noch Paletten herstellen, sonst funktioniert das nicht. So. Da muss ich jetzt wieder rüber. So. Rückwärts. Vorwärts mit Tempomat. Ich hab schon Blasen an Füße vom Stroh und Gras abfahren hier.
Ja, wie ihr oben sieht, mein Konto ist auch ziemlich sehr geputzt jetzt. Ich glaube, ich muss mal wieder ins Holz, wa? Aber keine Sorge, das mache ich außerhalb vom Aufzeichnen. Nicht, dass ihr hier noch wieder... Ich euch 10 Folgen lang hier mit Holz terrorisiere. Also das möchte ich nicht. Wäre auch ein bisschen übertrieben. Weil ich habe ja gedacht hier, dass ich mit unserer Standard-Sämaschine auch die Erbsen und so sehen kann. Nee, brauche ich eine extra Sämaschine für. Und jetzt habe ich wirklich mein ganzes Geld hier ausgegeben. Der hat aber Gas gegeben. Ich hoffe ja, dass Kalk hier auch Düngefunktion hat. Ich weiß jetzt noch, auf der Porter, da war das so. Und auf der Altkirche wird das dann auch so sein. Glaube ich. Weiß ich nicht, aber ich glaube es. Wenn nicht. Ja. Das werde ich dann an der Ernte merken. Na, kriege ich es hin mit einer Sämaschine voll? Ich habe nämlich schon gedacht, mir eine größere, hier einen größeren Kalkstreuer zu kaufen. Aber wenn ich dieses Feld da fast mit hinkriege, dann wird das nicht lohnen, mir da was anderes zu kaufen. Ich finde, das gehört ja auch nicht Oberstraße, ne? Eher im Wald. Das reicht nicht mehr ganz. Dies reicht nicht mehr. Oder? Acht Prozent. Nee, nee. Scheiße, muss ich
einer Spur nochmal. Ich glaub's ja nicht. Das war's. Wie ist es gewesen? Oh. Oh. Wir sind dicht dran. Haben wir extra für Kalk noch einen Überladewagen geholt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die Seemaschine für Erbsen, ob die auch grubbert. Was universal ist oder ob ich noch grubbern muss. Dies weiß ich jetzt nicht. Ich habe da noch nie mit gearbeitet. So, das nächste Feld. Hier so? Ah! Na, ist das ein Treffer? Genau die Kante erwischt. So ungefähr die Kante. Ja, das ist hier jetzt blöd, ne? Verschenkt man da eigentlich Kalk, wenn man jetzt... ja, man verschenkt Kalk. Oder ob der Verbrauch dann geringer ist, wenn man jetzt... Er müsste ja jetzt eigentlich weniger brauchen, weil er ja nur bis zum Feldrand zieht. Aber ich glaube nicht. Da wird der Steuer wohl keine Rücksicht drauf nehmen. Nee, das wieder wohl nicht Theken tun, wa? Ach, das hier ist größer. Ich wundere mich gerade, weil ich jetzt schon fast das eine Feld habe ich komplett geschafft und hier habe ich jetzt schon fast, hier habe ich jetzt schon über 60% runter.
aber ist egal. Ich guck gerade oben auf die Uhr. Sonst war ich jeden Ingame-Tag in die Decke zurechtgekommen, dass ich meine Arbeit geschafft habe jetzt. Mittlerweile funktioniert das schon nicht mehr. Ich dachte ja noch, ich könnte Raps ernten, aber das klappt ja nicht. Hier auf dieser Karte mache ich es ja immer von 8 bis 18 Uhr, 10 Stunden. Und wir haben es ja jetzt schon. 16:30, anderthalb Stunden noch. Da kriege ich nicht mal ein Feld mehr gesiegt, glaube ich. Überstunden brauche ich ja nicht machen. Oder vielleicht sollte ich mal einen Geschäftsführer einsetzen. Einer, der Ahnung von Geld hat, so ein imaginärer Geschäftsführer. Am besten noch so eine Frau. So ein Drachen, der auf dem Geld sitzt. So eine böse Chefsekretärin. Genau so ein wie Herr Friesenhahn, Sie haben schon wieder vergessen, die Kühe zu melken. Ja. Ja. Nee, so eine Quengeltante will ich nicht auf meinem Hof. Ja, noch eine Bahn und dann... Noch eine Bahn, dann haben wir es. Oh, das war's schon wieder. Jetzt hole ich die Seemaschine, die Düngedings hier mal her. Die brauchst du für das Feld hier gleich auch ja noch.
mir zackig. 51%, aber das reicht nicht mehr. Da komme ich nicht mehr mit hin, glaube ich. Da muss ich noch mal einkaufen fahren. Ich habe da noch nichts, selbst noch nichts. Oder mache ich erst das Kalk wegzufügen. Da muss ich mal gucken. Oh, nee. Ach, kann sein, dass es reicht. Oder? 10%. Oh. Wo war ich hier denn aufgehört? Irgendwo? Oh, hier. Blinker aus. Ich hau ja immer mit dem Knie vom Blinker, ne? Ja. Oh, das letzte Feld ist nicht so gut. Ich glaube, ich komme mit dem Kalk auch. Ich brauche hier nochmal hin und was nachgucken. Ja, Leute, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht haben, was nächstes oder haben, so doch nicht, dann schaut euch den nächsten Teil an. Ich mache hier noch das eine Feld fertig. Und dann muss ich gucken, ob ich mit der Seemaschine, ob die auch grubbert, ob das eine Direktzeitmaschine ist. Oder ob ich ihn hier noch grubbern muss. Das ist so diese Plüger-Seemaschine, die Erbsen, Spinat und Bohnen sieht. Und da weiß ich ja nicht, was Sache ist jetzt. So, ich wünsche euch was. Bis dahin. Winke.